Ja, hi, ich bin Jona, einer der drei Vertretungsberechtigten des BürgerInnenbegehrens Radentscheid Essen. Wir werden immer wieder gefragt, wie lange sammelt ihr eigentlich noch Unterschriften? Und es ist so, dass wir per Gesetz keine Frist haben, wie lange wir sammeln können. Das heißt, wir könnten eigentlich beliebig lange sammeln. Wir wollen aber mindestens bis zum Ende der Sommerferien noch sammeln. Und es kann sein, dass wir das Quorum, also unsere 15.000 Unterschriften, die wir mindestens brauchen, schon früher erreichen, zum Beispiel schon im Juli. Wir werden dann aber trotzdem einfach weiter sammeln, um möglichst viele Unterschriften zu haben, die wir nachher dem Stadtrat übergeben können, weil das einfach ein Zeichen ist, das, was passieren soll, und das einfach auch ein Ermutigungsprogramm für die Politik sein soll, hier in Essen was zu bewegen in Richtung Radverkehrsförderung. Eine zweite Frage oder ein zweiter Punkt, der oft an uns herangetragen wird, auch beim Unterschriftensammeln, ist die Frage: Ich bin Fußgänger, ich fühle mich oft von Radfahrenden bedrängt oder es ist mir schon mal was passiert. Macht ihr da auch was in der Richtung? Und das ist so, dass wir uns davon erhoffen, dass wir ausreichend Platz für Radfahrende schaffen und für alle schaffen, dass sich dann Konflikte, die sich aktuell ergeben, dadurch, dass Radfahrer ausweichen von der Straße auf den Gehweg, weil nicht genug Platz auf der Straße ist, zu viele Autos oder die sich dort nicht sicher fühlen, dass das in Zukunft dann nicht mehr in der Form passiert oder in der Häufigkeit oder am besten gar nicht, weil einfach die Infrastruktur für alle dann da ist. Eigene Radfahrstreifen, Fahrradstraßen mit wenig Kfz-Verkehr, wo auch wirklich man sich als Familie mit kleinen Kindern oder auch unsichere Fahrradfahrer sicher fühlen können und dann auch wirklich die Straße benutzen. Genau, daher erhoffen wir uns die Unterstützung von euch. Geht auf unsere Webseite radentscheid-essen.de, ladet euch die Liste dort runter, unterschreibt und sagt es allen weiter. Dankeschön.